Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catch and Cook. In dieser Folge dreht sich alles darum, wie ich meinen selbstgefangenen Fisch langfristig haltbar machen kann. Es gibt ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, Fisch haltbar zu machen. Wir können Fisch trocknen, wir können Fisch räuchern, wir können Fisch salzen, wir können ihn einfrieren oder sogar einlegen, konservieren. All das sind Möglichkeiten. Heute zeige ich euch, wie man Fisch richtig einfriert, wie man ihn beizt und welche Fehler man auf gar keinen Fall machen sollte. Die Vorbereitung beginnt natürlich beim sauberen und ordentlichen Filetieren der Filets. So, jetzt haben wir hier unsere Forelle. Die werde ich jetzt einmal einfrieren und aber auch einmal beizen, also salzen. Um Fisch langfristig haltbar zu machen, sollte man auch beim Filetieren schon darauf achten, dass es wirklich sauber und trocken zugeht. Wie das funktioniert, könnt ihr hier im anderen Video mal nachschauen. Aber jetzt zeige ich euch, wie man Fisch richtig einfriert. Für mich persönlich ist die beste Möglichkeit, Fisch langfristig haltbar zu machen, ihn zu vakuumieren. In dem Fall habe ich hier ein schönes Vakuumiergerät und so einen Folienschlauch. Den kann man dann so lang abschneiden, wie man ihn dann benötigt. Das heißt, ich kann auch ganze Fische ohne Probleme hier einvakuumieren. Leg einmal an, wie lang ist der Fisch, schneide ab, mach eine Naht und dann kann ich den Fisch einlegen und richtig schön fest und trocken vakuumieren. Wenn man kein Vakuumiergerät hat, dann hilft einem auch ganz gut Frischhaltefolie. Wenn wir das Fischfilet richtig stramm einwickeln, hält es auch eine ganze Weile richtig schön frisch und vor allen Dingen ganz wichtig, immer trocken, trocken, trocken. Aber wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Die dritte Variante, die ich euch zeigen werde, ist das Beizen, Salz und Zucker. Brauche ich dafür wenig Gewürze. Ich nehme gerne ganz bisschen Dill, habe ein bisschen Pfeffer. So macht man wirklich den Fisch sehr, sehr lange haltbar und braucht ihn nicht einfrieren. Meine Vakuumbeutel habe ich mir zurechtgeschnitten, in etwa so lang wie das Stück, das ich gerne einvakuumieren möchte. Dafür nehmen wir das Fischfilet. So, ganz wichtig, von beiden Seiten gründlich abtrocknen. Hier gilt es, sauber und akkurat zu arbeiten. Dann haben wir hinterher gar keine Probleme. So, in dem Fall halbiere ich einfach das Filet in der Mitte. Den dickeren und vorderen Teil des Filets möchte ich jetzt einvakuumieren und einfrieren. Den hinteren Teil, den dünneren, den nehme ich nachher zum Beizen. Den lege ich erstmal beiseite. Bevor es losgeht, ganz wichtig, immer sauber arbeiten. Gründlich abtupfen, abtrocknen. Jetzt den zugeschnittenen Vakuumbeutel einmal umschlagen, so dass der Rand schön sauber bleibt. Der soll natürlich nachher ordentlich verschließen. Und jetzt lege ich das Filet ein. Wenn das schwierig funktioniert, also der Fisch an der Folie klebt, dann haben wir alles richtig gemacht, weil dann ist er richtig trocken. So, einmal zurückschlagen. So kann man sich das erstmal vorbereiten. Jetzt kommt hier mein Vakuumierer zum Einsatz. Da gibt es unterschiedliche Modelle, da muss man den für sich passenden finden. Ich habe jetzt hier so einen, der auch Flüssigkeiten aus Beuteln rausziehen kann. Aber erstmal grundsätzlich geht es darum, wie lege ich den richtig ein. Und zwar muss der Beutel richtig schön glatt auf der Naht liegen, dürfen keine Falten drin zu sehen sein. Sobald man da eine Falte drin hat, wird das Ganze Luft ziehen. Kurz nachdem der Fisch vakuumiert ist, zieht sich da wieder Luft rein, ein sogenannter Luftzieher. Da muss man den ganzen Spaß nochmal wiederholen. Dementsprechend sauber einlegen. Darauf achten, dass die Fläche hier oben trocken und sauber ist, keine Falte hat. Dann können wir das Gerät einschalten, umklappen. Und jetzt muss man hier an den Ecken etwas drücken und sieht sofort die Reaktion. Die komplette Luft ist rausgezogen. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir gut gearbeitet haben. Oben sieht man, die Schweißnaht ist richtig gesetzt. Es ist keine Flüssigkeit drin. Das Fischfilet ist wirklich fest verpackt. So geht es dann rein in unseren Tiefkühler. Und ist wirklich eine ganze lange Zeit haltbar. Und weil ich weiß, dass ihr alle so gute Angler seid und ständig Fische fangt, damit ihr den Überblick behaltet, schreibt hier doch drauf, was drin ist, wann es eingefroren wurde. Dann verliert ihr nicht den Überblick und habt immer alles fresh im Blick. Wer kein Vakuumiergerät hat, der kann sich so weiterhelfen, und zwar mit Frischhaltefolie. Die lege ich jetzt hier vor mein Brett. So kann ich sie richtig schön stramm übers Brett hinwegziehen. Wichtig dabei ist, dass man da wirklich sauber, faltenfrei arbeitet. Es muss wirklich glatt sein. Dann nehmen wir unseren Fisch. Gerne nochmal trocken tupfen von beiden Seiten. Je trockener man das Ganze macht, desto besser und länger ist das Ganze haltbar. So, mittig platzieren. Einmal überschlagen. Richtig schön fest anpressen. Einmal ziehen am Umschlagen. Wieder die Luft rauspressen. Auch hier an beiden Seiten darauf achten, dass so wenig Luft wie möglich drin ist. Das Ganze noch einmal einschlagen. Jetzt hier oben abschneiden.
die Enden einklappen. Auch dabei darauf achten, dass so wenig Luft wie möglich drin ist. Wirklich schön akkurat arbeiten. Und nun das Ganze stramm zu Ende einwickeln. Jetzt hat man ein richtig schönes, kompaktes Paket. Ganz wenig Luft drin, nicht so fest wie im Vakuumiergerät. Hält jetzt vielleicht nicht ganz so lange, aber ja, so kann man es natürlich auch machen. Natürlich kann man auch solche Zip-Beutel dafür verwenden. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich traue dem Frieden nicht ganz, wenn die nämlich in der Gefriertruhe nachher aufgehen und das Luft zieht. Ob man da so viel Spaß dran hat, weiß ich nicht. Persönlich würde es nicht empfehlen. Ist aber natürlich auch eine Möglichkeit, genauso verfahren. Richtig schön eng einrollen. Es geht, aber es ist nicht 100% safe. Neben dem Einfrieren können wir natürlich den Fisch auch zubereiten und ihn so länger haltbar machen. In diesem Fall zeige ich euch, wie man Fisch ganz einfach beizt. Auch hier gilt es wieder, erstmal abtrocknen, Fisch auflegen, ein bisschen trocken machen. Und ich gebe ihn tatsächlich direkt in den Beutel und gebe dann hinterher die Gewürze dazu. So kommt alles da an, wo es auch hingehört. Mittig einlegen, einmal zurückschlagen und jetzt kann ich in dem Fall Salz und Zucker im Verhältnis 2:1, zwei Teile Salz, ein Teil Zucker. Ich nehme für die Fischgröße jetzt 1 bzw. 2 Esslöffel. Gebe das erstmal in so eine kleine Schüssel, mache da auch ein bisschen Pfeffer mit rein, nicht zu viel. Und ich habe hier so tiefgefrorenen Dill, den kann man immer auf Vorrat zu Hause haben oder frischen aus dem Garten, ist natürlich noch viel besser. Aber hier beim Dill würde ich es nicht übertreiben, weil der wirklich dominant ist, der Geschmack. Und gerade durchs Einvakuumieren wird es wirklich intensiv. Das Ganze rühre ich jetzt einfach nur so ein bisschen zusammen. Man braucht sich da gar nicht große Sorgen oder großen Aufwand machen, weil durch das Einvakuumieren wird die Marinade spätestens nach 1-2 Stunden komplett verteilt sein. Das Salz, Zucker entzieht dem Fisch die Feuchtigkeit. Das ist auch der Prozess, der den Fisch haltbar macht. Das heißt, Feuchtigkeit wird entzogen und somit wird das Ganze dehydriert und haltbar gemacht. Jetzt ungefähr die Hälfte auf die eine Seite. Ich verteile das wirklich grob, drehe das Ganze einmal um, alles rein. Mein Tipp ist, pro Zentimeter Filet 12 Stunden beizen. Bei wirklich dicken Filets wie beim Lachs, da kann das schon mal 2 bis 3 Tage dauern, wenn es richtig große, starke Filets sind. Aber so zarte Forellenfilets zum Beispiel, eine Nacht, dann abwaschen, einvakuumieren, hält sich mindestens 3 Monate im Kühlschrank. So, das wirkt natürlich jetzt ein bisschen wild hier. Überall sind die Kräuter und Gewürze in diesem Beutel. Aber nochmal, das wird sich von ganz alleine verteilen. Braucht man sich gar keine Sorgen machen. Auch hier wieder wichtig, beachten, keine Falte auf der Naht, keine Flüssigkeit dazwischen, Gerät einschalten, runterklappen, draufdrücken. So sieht das Ganze dann aus. So geht es in den Kühlschrank. Eine Nacht, je nachdem wie spät es ist. Wenn du natürlich abends um 12 erst anfängst, kannst du es morgens um 6 noch nicht gleich essen. Aber 12 Stunden sollte das Ganze jetzt Zeit bekommen. Danach ist es eine absolute Delikatesse. Wenn du sehen möchtest, wie ich eine riesengroße Meerforelle fange, die genau so zubereite, dann solltest du mal in dieses Video reinschauen. Lasst auch gerne hier wieder Kommentare da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Catch and Cook, isst deinen eigenen Fisch. Bis dahin, euer Freude.